Ab Mitte April kam, wenn auch immer noch leicht unterkühlt, der Frühling 2022 endlich in Fahrt. So zeigte sich am letzten April-Sonntag des Jahres dann auch schon viel zartes Grün an der hintersten Mühle, das die Frühlingssonne so richtig erstrahlen ließ. Ideale Rahmenbedingungen, um die Jahreszeit gemeinsam zu feiern. Noch vor dem Mittag füllte sich das Areal am Mühlenteich und aus der Menge schauten zwei Damen besonders hervor. Frau Rose und Frau Flora waren umringtes und gefragtes Fotomotiv. Und wir sind heute hier, um den Menschen einen Wohlgefallen zu wünschen und ein Lächeln auf die Kinder Gesichter zu zaubern und auf euers. Gezaubert musste gar nicht viel werden. Die Stimmung war ohnehin großartig auf dem Frühlingsfest der Neuwoges für die ganze Familie. Denn hier war richtig was los. Da haben wir zum einen für die Sportskanonen unter den Besuchern hier den BMX-Kurs, den Segway-Parcours, Trampolin ist vorhanden, Hüpfburgen sind ganz viele da. Also die Sportler können sich richtig auspowern. Die Kreativen unter den Besuchern können an der Bastelstraße mit verschiedensten Techniken Frühjahrsdekorationen herstellen. Dann haben wir ganz viele Informationsstände, die Feuerwehr, das THW, die Bundespolizei, die Pfadfinder sind da. Also die Wissbegierigen können dort mitmachen, was erfahren, was erleben. Dann sind Neubrandenburger Vereine hier, die gestalten das bunte Bühnenprogramm. Unter anderem gibt es Tanzeinlagen, asiatischer Schwertkampf ist da. Dann haben wir Theaterstücke werden gezeigt. Nachher zeigen hier die Profis vom BMX eine spektakuläre Show mit Sprüngen. Am Nachmittag ist noch ein Magier da, der unsere Kleingäste verzaubert. Das schaffte noch vor dem Magier schon Kinderliebling und Multitalent Tommy Metzlin auch mit seinem Programm. Das großzügige Festgelände mit den vielen bunten Angeboten zog in diesem Jahr, befördert durch unerwartet schönes Wetter, schnell wie nie die Besucherinnen und Besucher an. Natürlich herrschte nach all den Corona-Beschränkungen auch eine große Sehnsucht nach Veranstaltungen, Spaß und Geselligkeit. Geschätzt konnte das Frühlingsfest der Neuwoges nach 2 Jahren Zwangspause um die 7000 Besucher zählen. Ein schöner Erfolg für den Konzern, zu dem ja auch die hinterste Mühle gehört. Wir freuen uns alle, dass das Angebot auf so viel Interesse bei den Neubrandenburgerinnen und Neubrandenburgern trifft. Genau das ist gewollt. Genau dafür engagieren wir uns hier. Und insofern hoffe ich, dass das Wetter bleibt und alle heute noch den ganzen Tag viel Spaß haben. Das Wetter blieb schön und es gab noch richtig viel Spaß. Hier pustete sich zum Beispiel gerade ein großer Ball um Colin herum auf. Es brauchte, wie bei vielen Angeboten, etwas Geduld, bis man an der Reihe war. Aber dann konnte nach Herzenslust getobt werden. Die gastronomischen Angebote des Tages waren natürlich weit vielfältiger. Aber er hat immer noch seine Fans. Der Klassiker am Stock mit Raucharoma. Frühlingsfest der Neuwoges. Wir haben uns mal unter den Festgästen an der hintersten Mühle umgehört. Ich war hier schon sehr, sehr oft und mir gefällt es hier richtig schön, weil die Spielplätze sind hier cool und die Feste sind hier cool. Also ich finde hier alles schön. Also ich war schon auf der Hüpfburg, das war auch schon ganz cool. Und dann konnte man schön spielen und so. Dosen werfen habe ich gemacht. Und ich wollte ein Minion kriegen. Er hat Spaß. Er hat Spaß. Ganz herrlich gefällt uns das. Und wir sind direkt begeistert und wussten gar nicht, dass wir noch so viele Kinder in Neubrandenburg haben. Und wir möchten mitspielen, aber wir sind zu alt. Ja, Sie sehen das ja hier. Es ist viel los. Die Menschen wollen raus und einfach toll. Einfach toll, das war auch die einhellige Meinung zu der Show, die das Rollkollektiv ablieferte. Begeisterung nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den Radakrobaten. Schließlich war 2 Jahre lang veranstaltungstechnisch fast nichts möglich. Oh mein Gott!
Und jetzt wirklich hier wiederzukommen, zu sehen, wie die Leute hier alle sitzen, wie sie eigentlich alle Bock haben, Frau zu sein, das Wetter ist geil. Und die Jungs haben mega Bock, das Team hat natürlich mega Bock, sich endlich wieder zu präsentieren. Selbst die jungen Fahrer, die sich jetzt die letzten 2 Jahre sich hochgekämpft haben und jetzt endlich Bock haben, ein bisschen zu präsentieren. Und die Stimmung war schon bei der ersten Show mega. Also so viel Stimmung, so als so eine Auftaktveranstaltung war einfach riesig. Also richtig geil und hoffen natürlich, dass das lange jetzt so bleibt und wir dann wieder los sind und nicht mehr darauf verzichten müssen. Diesen Wünschen schließen wir uns an und behalten gemeinsam dieses Frühlingsfest, ein Familienfest der Neuwoges, als ein besonders schönes in Erinnerung.